Mahlzeit, Leute, Knochen hier. Heute fahre ich mit dem 94, wie heißt das Ding, 94K CIS-12, Flugabwehrfahrzeug, Flugabwehr-LKW, wie auch immer. Das hier, die Karte, gefrorener Pass. Bin auch noch nie hier gewesen. Oder war ich schon mal hier? Also wenn, dann höchstens einmal, ich habe da komplett vergessen. Natürlich ein bisschen blöd, wenn man die Karte jetzt irgendwie nicht kennt hier. Muss mal zusehen, dass man klarkommt. Dieses Flugabwehrfahrzeug ist relativ, wie soll man sagen. Also, es ist schwierig, weil ich muss ziemlich weit vorhalten, beziehungsweise, also wenn die Flugzeuge weiter entfernt sind, oder warten, bis sie so auf 300, 400 Meter, 400 Meter, da treffe ich erst wirklich was. Ansonsten fliegt einfach alles vorbei, weil die Feuerrate, also die Feuerdichte ist einfach nicht hoch genug. Das kann man schon mal so sagen. Aber ansonsten ist das eigentlich auch ein cooles Fahrzeug, um andere Fahrzeuge, um andere Panzer zu zerstören. Habe ich auch schon gemacht. Das Blöde ist natürlich, dass vorne, weil vorne das Führerhaus ist, ja, dreht sich natürlich, ist ja klar, man kann ja nicht durch das Führerhaus schießen, ja. Oder schießt die Leute nur die Köpfe weg. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, dann haben wir schon unseren ersten hier. Kann den irgendwie nicht richtig ins Visier nehmen. Hier bleibt nur das sich verstecken hier. Oh, da ist noch einer. Was ist das? Gar nicht sehen von hier. Eine SU. Oh. Soll ich mal lieber mich verpieseln hier? Sonst wird das überhaupt nichts. Ja, also das ist hier eines der Fahrzeuge, die jetzt neu dazugekommen sind mit dem letzten Patch vor 2 Tagen oder 3 Tagen. Bei den Russen offensichtlich, wie man sieht an diesen Küstporthelmen hier. Okay, jetzt könnte ich gleich zum Einsatz kommen hier. Ein feindliches Flugzeug geht in die Luft. Ich muss mal irgendwie ein bisschen vorfahren hier, weil ich ein paar Punkte brauche. Vielleicht hier zwischen die Häuser oder so. Also der LKW hält natürlich überhaupt nichts aus. Also man darf am besten nicht getroffen werden, weil jeder Panzer. Oh, da ist einer. Scheiße, man, alle hinter diesen verkackten Hügeln. Aber Artillerie ist frei. Mal ein bisschen Geschenke runterregnen lassen. Oh, mein Einsatz verpasst. Wo ist er? Da. Irgendwie sieht der so schnell wieder weg, aber vielleicht schaffe ich es ja noch. Na, kommt zu mir. Oh, fuck off. Ja, so schaffe ich das. So schaffe ich das natürlich eher. Ich habe mir auch angewöhnt, wenn die auf mich zufliegen, egal ob es jetzt mit einem Wirbelwind oder sonst was ist, dass ich mich natürlich bewege und weiter drauf halte. Okay, da habe ich einen Treffer gemacht, den Fahrer getroffen oder ausgeschaltet. Ich gebe auch ehrlich zu, mich juckt immer in den Fingern, wenn die 7 aufleuchtet. Ich will da irgendwie beitreten. Aber natürlich manchmal ist das unsinnig mit der Flak, denn mit der Flak sollst du die abschießen. Ich habe apropos abschießen, Abschusshilfe bekommen. Irgendwo muss hier wieder irgendwo einer rumgammeln. Zeigt euch. Okay, das ist nur ein Kollege. Das ist natürlich nicht so besonders jetzt. Oh, ich kann auch in die Luft. Verpasst. Whatever. Ah, wieder endlich hier was zu tun. Endlich wieder ein feindliches Flugzeug in der Luft. Ah, ich finde, die Animationen sind auch mittlerweile cool gemacht hier. Wenn die Charaktere da hinten irgendwie da die Kurbeln drehen und sowas, alles ganz cool gemacht. Nicht so wie am Anfang, als die Ground Forces dazugefügt, wo man einfach leere Fahrzeuge hatte. Komm her hier. Wie gesagt, die beste Trefferchance ist so bei 400 Metern hier. Oder ab 400 Meter. Wie gesagt, der muss ziemlich weit vorhalten. Ich müsste viel weiter vorhalten eigentlich. Trotzdem, Glückstreffer gehabt. Hab wieder Artillerie frei, die werden wir gleich mal einsetzen hier. Und zwar bei den Kollegen, ne? So, jetzt mal mit dem Bomber rein hier. Ich hoffe, wir kommen weit genug ran. Denn ich will ja auch ein bisschen was runterballern. Ja, seht ihr, das Ding ist so leicht, da kannst du nicht mal so einen Brunnen umfahren mit. Wie auch immer, ich muss mich ja nur irgendwie verstecken hier. Oh, also, ich habe 8 Bomben.
Da sind gerade welche aufgeraucht. Ja, ich probiere das mal irgendwie hier. Guck mal, da sind zwei auf so einem Haufen. Wenn der andere jetzt noch zu dem fährt, mit 8 Bomben muss man die rauskriegen. Das würde funktionieren. Gucken wir mal. Abgeladen. Treffer. Wow! 2 Bodeneinheiten. Double Strike. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ich gebe ehrlich zu, ich reg mich auf, wenn mich andere mit Bombern irgendwie wegfetzen, weil ich mir denke, eigentlich ist das scheiße. Ja. Zumal ich nicht glaube, dass im Zweiten Weltkrieg ständig irgendwelche Bombenfahrzeuge, Bombenflugzeuge, da auf die feindlichen Fahrzeuge ihre Bomben abgeschmissen haben. Ich meine, sowas hat es natürlich gegeben, sonst würde es ja keine Flugabwehrfahrzeuge geben, die natürlich mit den Panzerkonvoi da mitfahren. Oder zumindest in der Nähe sind. Aber mich regt das schon auf, weil ich meine, das war jetzt nicht so skillig. Die wussten nicht, ob nach vorne oder nach hinten, ne, und sind dann natürlich irgendwie mehr oder weniger nicht großartig weggekommen vom Fleck und bei 8 Bomben, die da eigentlich auf einem geringen Radius irgendwie abgeschmissen wurden, das ist natürlich ziemlich einfach, der kommt so nah, das müsste was werden hier. Echt jetzt? War ja trotzdem zerstört, allerdings eigentlich nicht wirklich abgeschossen. Das sieht so geil aus mit den Flammen jetzt. Mit diesen Lichtern. Reflektionen, genau. Echt fetzig. Oh! Noch ein bisschen wegbewegen hier. Dieser scheiß Brunnen. Das gibt's doch nicht. Schon wieder einer hier. Komm. Jetzt muss ich eigentlich näher ranfahren. Totale Scheiße. So treffe ich den überhaupt nicht. Okay, entfernt sich wieder. Ich hoffe, der kommt näher. Rein technisch ist man auch ein gutes Ziel. Also man hofft ja eigentlich auch als Flak, dass sie dann auf einen zufliegen. Ich mache das ja auch. Wo? Flugzeug zerstört, obwohl ich ihn ja nicht... Ich habe ihn ja nicht abgeschossen, also das zählt nicht wirklich, ne? Aber okay. Ich hoffe, ich kann noch einen Kill machen hier. Insgesamt habe ich schon 6. Wann waren jetzt? Was waren das? 4 Flugzeuge? 4 Flugzeuge? Nein, no, nee, 3. Doch 4 Flugzeuge ist ja klar. 2 Bodeneinheiten werfen ja nicht weg. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wir sind dann auch bald fertig hier. Also, obwohl es eigentlich nur ein verkackter LKW ist mit einer, weiß ich nicht, 2 Tonnen schweren Flak hinten drauf. Kann man auch einiges erreichen hier mit dem Teil, wenn man sich vernünftig positionieren kann. Die muss auch noch mit irgendwie, muss sie mit hier. Ja, schon vorbei. Scheiße, Mann. Kugelsicher. Was gibt's das hier, wenn man die meisten Abschüsse hat, ohne ein eigenes Fahrzeug zu verlieren? Oder irgendwie so war das doch, ne? So, wie sieht's aus? 7. Tatsächlich 4 Flugzeuge, 2 Bodeneinheiten. Eigentlich kann man da nicht meckern, weil man denkt, ich habe das noch nicht mal fertig geforscht, wie man hier sieht. Ja, die Standard-Munition habe ich rausgenommen. Das mache ich meistens, weil ich dann doch lieber individuell, also selber einstellen möchte, mit was ich schieße. Und die Standard-Munition ist ja meistens eine Mischung aus den beiden Einzelmunitionen, die man später bekommt. Aber muss man selbst rausfinden, was man da am besten findet. Also, danke erstmal fürs Zuschauen. Mir ist echt nicht viel los, wir haben echt nicht viel abgeschaut. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Und ja, hinterlasst noch ein Abo. Wäre echt cool von euch. Würde mir helfen und tut euch nicht weh. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja, Abschied ist echt... Abschied ist ein scharfes Schwert. Also bis dann, ciao, ciao.